Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video will ich mal kurz für euch ein paar Sachen ansprechen, die so in der letzten Zeit ich mitgekriegt habe, dass die Menschen ein kleines bisschen Probleme damit haben oder unsicher sind diesbezüglich. Da will ich euch jetzt mal da ein paar Inputs diesbezüglich geben. Ich habe mir ein paar Stichwörter aufgeschrieben, und zwar, das sind Gewicht der Pferde, Gärung im Darm, Sorgen im Vergleich mit den anderen, warum manche zurückfallen. Ja, weil wir haben Menschen, die zurückfallen in ihre eigene Entwicklung, Verständnis über Krankheit, Gesundheit und Ernährung der Pferde und warum das so ist. Ja, also da will ich ein bisschen drauf eingehen in diesem Video. Und zwar mit Gewicht der Pferde fange ich an. Gewicht der Pferde. Das ist mein großes Thema. Ich habe es eigentlich zu großem Thema gemacht, weil ich auch auf meinem Profil und überall auch mal regelmäßig Fotos von den Wildpferden poste, damit ihr eure Augen schulen könnt und eure Wahrnehmung schulen könnt. Also diese Wahrnehmung, wo die Menschen praktisch reingepresst worden sind, gerade die Pferdehalter, durch jetzt Jahrzehnte Futtermittelpropaganda und andere Interessen, die keine Interessen haben, dass die Pferde gesund werden, ja, sondern nur oberflächliche Symptome behandeln, weitertragen an den Pferdebesitzer und den Pferdebesitzern Angst machen durch Artikel, es entsteht Hufrehe, das Pferd wird krank und so weiter. Also das will ich mit meiner Arbeit alles widerlegen, das ist eigentlich schon längst widerlegt, aber es ist halt noch nicht bei vielen angekommen, ja. Und in der gängigen Tiermedizin ist es einfach nicht berücksichtigt. Es werden Inhalte gelehrt, die einfach keinen Bestand mehr haben, die keinen Stand mehr haben, wo längst widerlegt ist. Und da muss man sich leider alternativ weiterbilden. Da bringt ja nichts, irgendetwas zu lernen, was schon veraltet ist und überhaupt keinen Bestand mehr hat. Ja, das sind die Thesen aus letzten Jahrhundert, und die kann man folgen, wenn man möchte, aber man kann auch weiter vorwärts schreiten. Deshalb poste ich sehr viel über die Wildpferde und Fotos der Wildpferde, damit ihr da sehen könnt, dass eure Pferde, wenn sie nicht im Futter begrenzt werden, ganz genauso aussehen wie die Wildpferde. Da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Das werden wir bei den Wildpferden so sehen. Und die Menschen, die Pferdehalter im deutschsprachigen Raum gerade, müssen aus diesen Mustern ausbrechen, wenn sie wollen, dass ihre Pferde gesund sind. In anderen Ländern ist das überhaupt kein Thema. Das ist nur im deutschsprachigen Raum so verbreitet, und wenn man durch andere Länder geht, wo die Pferde einfach mal auf der Wiese sind mit allen Obst und was da wächst, die kriegen Gemüse, die kriegen Heu natürlich, Gras, das ist selbstverständlich Haupternährung der Pferde auch. Unsere Pferde, die essen ja Mais, Gras und Heu, ja, das ist ihr Futter. Aber sie bekommen auch Obst, Gemüse, Hafer und alles, was dazugehört, was die Leute schon immer den Pferden gegeben haben und was die Pferde schon immer gegessen haben. Ja? Deshalb sind alle diese Krankheiten, die damit zusammen verbunden sind, eigentlich entstanden, weil der Mensch das angefangen hat zu kontrollieren, die Pferde eben in diese Zwänge reingebracht hat, in falsche natürlich Haltung, sehr viele, und dann natürlich falsche Ernährung, weil dann entstehen Probleme. Das ist logisch, das ist natürlich selbstverständlich, und jeder mit klarem Verstand kann das sehen, er braucht gar nicht zu studieren. Ja, da gibt es eigentlich nicht großartig viel zu studieren, wenn man da die Vergleiche hat. Aber wenn man sie nicht hat und wenn man die Pferde nicht in der Genesung beobachten konnte oder diese alle super toll gesunde Pferde in anderen Ländern, also wo sie so gehalten werden und so ernährt werden, ja, dann wird es vielleicht schwierig für einen oder anderen, alte Konditionen zu überwinden. Für mich sind es einfache Sachen, die tief im Geist von den Menschen jetzt mittlerweile verankert sind, und wir müssen einfach mehr in der Bewegung tun, und viele Leute posten das mittlerweile, wie ihre Pferde genesen. Man braucht sich mit Zuckergehalt nicht zu beschäftigen, man braucht sich mit Fructose, Gärungen und so weiter nicht zu beschäftigen, wenn man einmal intakte Essinstinkte der Pferde verstanden hat und wenn man so weit in eigener Entwicklung ist, dass man begreifen kann, was Genesungsphase ist, weil das wird ja praktisch auch gar nicht mehr gelehrt oder findet nicht statt.
Bei vielen Tierärzten, bei etlichen Gott sei Dank noch, ja, findet das statt, aber bei vielen auch nicht. Und je nachdem, an welche Person man ran gerät oder wo man sich seine Informationen holt oder was man dann auch zu sehen bekommt, bekommt man vielleicht auch Angst, beschäftigt sich dann mit Messungen, Tabellen, Zuckergehalt und so weiter. Ich versichere euch, das ist alles überflüssig, wenn man einmal die intakte Erstinstinkte der Pferde verstanden hat. Und wenn ein Pferd in die Genesung kommt, dann können sich die Symptome verschlechtern. Das ist bei Menschen nicht anders. Ja? Wir haben oft eine Symptomverschlechterung, weil der Körper Sachen überwindet, ja? Überwindet. Und die Pferde, an den Pferden können wir das so großartig beobachten, wenn ihnen die Zeit gegeben wird und wenn die Menschen eigene Projektionen nicht an den Pferden ausleben. Dass sie bestimmen wollen, wie dick das Pferd sein darf. Viele sehen ja auch nicht, was dick ist, was Genesungsphase ist. Ja? Oder wenn ein Pferd Gärungen, Blähungen bekommt, das ist normal in der Genesungsphase. Da gibt es ja eigentlich gar nicht darüber zu diskutieren. Ja? Oder wenn das Pferd schnellere Atmung hat und so weiter, dann gibt es ja Gründe dafür. Und Grund ist bestimmt nicht, weil das Pferd jetzt gegrast hat oder Obst bekommen hat. Das ist nicht der Grund dazu. Und hier haben wir also ein großes Problem sozusagen damit, wenn man selbst noch nicht weit ist, selbst noch nicht sich praktisch in diesen Sachen weitergebildet hat, medizinische Zusammenhänge nicht versteht und ganzheitliche Zusammenhänge in der Genesung nicht versteht. Da sehe ich die großen Probleme, ihr Lieben. Deshalb fallen auch manche zurück, so muss man das auch sagen. Man hat immer die Möglichkeit, im Leben voranzuschreiten oder zurückzufallen. Und die Pferde sind ja so großartige Wegbegleiter und Gefährten. Genau die können uns das zeigen und wir haben die Gelegenheit, von ihnen zu lernen. Und wir können diese Gelegenheit zu lernen nutzen. Oder wir können zurückfallen in alte Thesen und das, was die Pferde bis dato krank gemacht hat, weil solange man sein Pferd im Futter begrenzen muss, ist das Pferd nicht gesund, man macht sich nur was vor und man überträgt eigene Konzepte auf das Pferd. Ja? Das hat nichts mit der Natur zu tun, das hat nichts mit Pferden zu tun. Gar nichts mit Verständnis von Pferd oder überhaupt Zusammenhängen über Ernährung, Natur, Gesundheit und so weiter. Alles das, was eigentlich die Pferde vorleben, wenn man sie lässt. Ja? Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, die Pferde im Futter zu begrenzen, wenn, beziehungsweise nicht im Futter zu begrenzen, sondern Obst- und Gemüsefütterung bisschen weniger zu geben. Es gibt da keine Vorgaben, weil die Menschen so viele eigene Sachen auf die Pferde übertragen. Aber eine gewisse Menge an Obst und Gemüse sollten den Pferden gefüttert werden, weil die praktisch nur davon profitieren. Ja? Wenn man jetzt selbst Angst bekommt, dann kann man das auch reduzieren und nach eigenem Gefühl vorgehen, bis man dann so weit ist, dass man die intakte Erstinstinkte vollkommen verstanden hat. Also man kann sich da auch leichter tun, wenn man das möchte. Ich mache das nicht, ja? Weil ich das sehr oft beobachten kann, die Genesung der Pferde. Und deshalb in vielen ganzheitlichen Analysen, Rückmeldungen und so weiter über Genesung der Pferde, das eindeutig ist, ja, wenn der Mensch so weit ist. Hier haben wir Menschfaktor, der sehr stark das alles dirigiert, beeinflusst und in Bahnen sozusagen lenkt. Ja, und wenn man ganz genau nachfragt, dann wird man das auch sehr schnell erfahren. Weil eine Gärung in Därmen von den Pferden, im Magen von den Pferden findet nonstop statt. Ja? Es ist nicht so, dass die Gärung entsteht, wenn das Pferd irgendwas gegessen hat. Plötzlich, ja, es ist immer eine Gärung da, es ist mehr Gärung da, wenn das Pferd frische Sachen isst, man sieht es auch an dem Grasbauch, die Pferde bekommen Grasbauch, wenn sie viel Gras essen, den Wildpferden geht es genauso, es ist normaler Zustand. Ich glaube, wir müssen hier in unserer Wahrnehmung einfach mal zurück zum normalen Zustand, das ist nichts Schlechtes. Und da soll man auch sein Bild hinterfragen, was bekomme ich zu sehen. Weil jetzt gerade war ja auch eine
Sache da, dass jemand gesagt hat, ich vergleiche meine Pferde praktisch mit den Pferden da, die ich in der Umgebung sehe. Und mein Pferd sieht ja dick aus im Vergleich zu denen, aber mein Pferd ist eindeutig zufriedener, ja, als die Pferde. Also man sieht es ja ganz deutlich. Diese Pferde sind im Futter reduziert, deswegen sind sie schlank. Die sind nicht schlank, die sind ausgehungert. Und irgendwann mal werden die Krankheiten kommen. Bei einem früher, bei anderen später. Hängt auch natürlich von der Genetik ab, von anderen Umständen auch. Ja? Aber die kommen. Und dieses Pferd ist eben gesund. Ja? Und das ist praktisch auch zufrieden sozusagen, wenn das auch noch nicht gesund ist, wenn das jetzt Umstellung ist. Dann muss man einfach durch diese Phase durchgehen. Ja? Ich muss dazu sagen, ich verstehe diese Ängste. Ich verstehe diese Ängste und ich verstehe die Bedenken, weil ich selbst durch diese gegangen bin. Ja, ich war ja auch an diesem Punkt, wo ich praktisch mich auch dann gefragt habe, oh, ist das richtig, gehe ich den richtigen Weg? Damals, wo ich das erforscht habe, waren sehr wenige Vorbilder da, beziehungsweise schon in Amerika, welche, die das immer so gemacht haben, und Berichte halt von den Menschen da in dem großen Forum, wo 2000 Leute waren. Waren schon natürlich viele aus Amerika dort und auch Neuseeland, Australien und so weiter, wo man das dann andere Verhältnisse auch hat, auch vom Platzangebot und so weiter, wo die Leute das immer so gemacht haben. Ja, da war es ja auch gar kein Thema, aber man hatte keine direkten Vorbilder. Ja? Und die haben sich dann in Academia Liberty dann auch praktisch mit der Zeit gefunden, und wir sehen auch jetzt, praktisch in der Community, dass die Menschen posten, die Pferde bekommen kiloweise Obst und Gemüse und die essen selektiv, sortieren aus und lassen stehen. Ja? Und man sieht gerade bei den Pferden, wo sehr viel gegeben wird, dass die Pferde das sehr schnell dann selbst regulieren, die Pferde werden schlank. Wenn ich auch meine Pferde vergleiche, jetzt seit 2011 sind sie praktisch 8. Jahr, 9. Jahr in dem Stallmittel, im vollen Stallmittel mit kiloweise Obst und Gemüse täglich. Und wenn ich ihre Bilder jetzt und Zustand vergleiche mit dem vor 8 Jahren, dann waren sie dort dick, ja, dann waren sie dick. Und jetzt sind sie mega schlank, die Pferde, gerade dieses Jahr. Die haben das alles selbst reguliert. Man sieht ja auch, wie lange das dauern kann. Natürlich haben sie das innerhalb von 1, 2 Jahren reguliert. Ja, 3 Jahre Donna hat ja gebraucht, bis sie ihre schlimmsten Sachen reguliert hat. Aber dann war es auch vorbei. Und das ist auch der Punkt, den ich für ganz, ganz wichtig halte, dass die Pferde in der Genesungsphase eben diese Nährstoffe bekommen. Und mit ihren intakten Essinstinkten auch wählen und essen können. Ja, ganz, ganz wichtig. Also, Gärung findet immer statt, im Magen findet sie statt, in Dünndarm enzymatische Verdauung findet statt, in Dickdarm vor allem eben dann Gärungen finden statt. Das ist vollkommen normal. Jeder, der euch einreden will, dass das von Getreide oder irgendwas anderem kommt, was natürlich ist, der ist auf dem Holzweg. Ja, der ist auf dem Holzweg, der kennt das nicht, der hat es nie beobachtet, er hat nicht die Wildpferde erforscht, er weiß es nicht. Ja, er geht nur von den Pferden in der Gefangenschaft vielleicht aus, wenn er sich damit beschäftigt hat überhaupt, und sieht, dass da Zusammenhänge entstehen, wenn die Menschen irgendwas den Pferden geben, aber dann geben die Menschen auch Müslis, verarbeitete Mittel, Zucker, Rüben und was weiß ich denn, alles Mögliche. Ja. Von daher sollte man auch dann wissen, wo das alles herkommt, wer das gerade auch sagt, hat dieser Mensch die Fähigkeit auch mal Genesungsphase zu verstehen, was das ist, ja, oder bricht man das einfach nur ab, weil man sich erschrocken hat, ja, was ich verstehen kann, ja. Was ich verstehen kann, ich kann so weit verstehen, dass man das menschlich praktisch sich erschrickt, aber andererseits kann ich es nicht mehr verstehen, weil es gibt mittlerweile so viele Vorbilder, die das zeigen, und man hat immer die Wahl, man schreitet voran oder man fällt zurück. Ja, das ist jedem von uns überlassen.
Was ich noch sagen wollte, Vergleich mit den anderen und Sorgen, die man sich macht. Also vergleichen mit den anderen sollte man sich grundsätzlich nicht, also weder sich noch eigene Pferde, weil jeder ist halt auf seinem individuellen Weg und die Pferde auch. Und die Pferde brauchen verschiedene Zeit zum Heilen. Individuelle Pferde haben individuelle Geschichten. Das kann alles wirklich Mögliche reinspielen und auch Mensch. Pferdbeziehung spielt sehr stark rein. Deshalb kann man das nicht vergleichen. Ja, man kann einen objektiven Wert rannehmen und rausziehen aus dem, was bis dato erforscht ist, beziehungsweise den Fallbeispielen, die vorliegen. Das kann man, aber darüber hinaus, wenn es um die Beschwerden geht, individuelle Beschwerden geht, da braucht man eine ganzheitliche Analyse, damit man alle die Sachen berücksichtigen kann, die bei einem eine Rolle spielen. Ja? Und da muss man dann natürlich etwas tiefer einsteigen und tiefer individuell reingehen. So, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video bringt euch weiter, dass ihr euch vielleicht weniger Sorgen macht. Diesbezüglich, dass ihr entspannter werdet. Ich poste nach wie vor viele Bilder von den Wildpferden. Die kommen bestimmt einmal, zweimal wöchentlich, kommt ja so ein Bild, wo man sehen kann, wie die Wildpferde aussehen. Die sind gerade alle rund. Es kommt Winter, ja, es ist die Zeit, wo die Pferde sich jetzt praktisch Schutzfilm zulegen und Fellwechsel ist praktisch schon fast abgeschlossen bei den meisten Pferden. Und jetzt kommt Winter und da wird es kalt. Ja? Und dann haben wir diese Schwankungen, weil sich Lebewesen einfach für den Winter vorbereiten und zunehmen. Und deshalb macht euch keine Gedanken diesbezüglich oder Sorgen, wenn eure Pferde gesund sind vor allem, ja, dann können sie aussehen, so wie sie wollen. Wir Menschen sind nicht dazu da, ihr Gewicht zu bestimmen. Das machen die Pferde allein. Und ein Pferd wird anders aussehen als das andere Pferd. Kommt natürlich auch auf die Rasse darauf an, ja. Aber es kommt ja auch auf individuelle Körper an, ja. Und alle diese Diagnosen, die gestellt werden mittlerweile, um diese Zustände bei den Pferden zu erklären, die aufgrund von falscher Fütterung und Haltung passieren, kann man eigentlich alles sich davon befreien, einfach die alle wegschmeißen, wenn man die intakte Erstinstinkte der Pferde einmal verstanden hat. Ja? Man wird sie erst dann verstehen, wenn man die Genesung erlebt hat. Also der erste Schritt ist immer zu sehen, okay, ich biete meinen Pferden das an und man sieht ganz deutlich, das Pferd nimmt dieses Kräuter und dieses nicht. Das Pferd wählt das und nicht das. Ja? Und das ist schon der erste Schritt, um diese Erfahrung zu machen. Und die kann jeder machen. Oder wenn man verschiedenes Obst hinlegt und Gemüse, die Pferde werden das nehmen und das nicht. In den allermeisten Fällen. Es gibt Pferde, also da erzählen Menschen, meine Pferde essen alles. Ja? So, ja, dann ist Bedarf an den Nährstoffen sehr hoch, wenn das so ist. Weil mit der Zeit wird das nicht mehr so sein. Ja? Okay, also ihr Lieben, dann hoffe ich, das hilft euch weiter, erleichtert euch eure Sorgen ein kleines bisschen, schreibt mir, auf welche Themen ich eingehen soll. Ich habe schon zwei, drei aufgeschrieben, kommen in den nächsten Videos. Ich wünsche euch das Beste mit euren Pferden. Bis zum nächsten Mal.